Oh, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind im ATS unterwegs in der Version 1.45, in der Beta-Version. Da ist ein bisschen was neu gemacht worden und ich spreche da jetzt nicht von dem Regensensor, den ich da sowieso nicht brauche. Nein, wir haben da zum Beispiel Cody mit dazu bekommen, und zwar ist es eine neue Stadt im Wild West-Stil in Wyoming. Und angeblich ein bisschen Vorgeschmack auf das bald kommende Montana DLC. Wir schauen das ganz kurz an. Wir fahren natürlich heute nach Cody. Zumindest ist das eine unserer Abladestellen. Wir starten heute in Jackson, fahren dann hoch über die 14er nach Cody. Die 14er ist anscheinend auch neu. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen, weil ich da im ATS einfach nicht so hundertprozentig versiert bin, was da vorher dabei war und was nicht. Angeblich ist die US Route 14 dazugekommen, und zwar ist es einer der originalen United States Highways von 1926, sage und schreibe 1926. Da gibt es viel zu sehen, zum Beispiel den Yellowstone Lake, dieses Buffalo Bill Reservoir etc., atemberaubende Landschaft. Schauen wir, wir werden sehen, wir werden es erleben. Wir starten jetzt auf alle Fälle. Wie gesagt, geladen sind wir ja bereits. Und starten wir mal unseren Hobel. So, da. Dann geht's schon auf. Die Chose. Es ist da so eine Farm, wo wir da geladen haben, saueng, da zum Reinfahren war richtig Spaß, also wirklich Wahnsinn. Direkt aufpassen da, aber sehr schön gemacht, schaut wirklich extrem gut aus, also da fehlt es wahnsinnig zum ETS. Schaut euch sowas an. Es ist wirklich eine Sensation. So, egal, wir ziehen da jetzt durch, fahren da jetzt rechts raus. Servus. Lässige Angelegenheit, schlechte Straßenverhältnisse. Mir reißt das Lenkrad links und rechts, dass du sagst, es gibt's gar nicht. Lauter Spurrillen, keine Ahnung. Wahnsinn, upsale. Ja, da fahren wir jetzt aber. Der bleibt eh stehen. So, und dann, wie gesagt, wir sind gespannt auf diese Uhr. In der Beta, der Version 1.45. Maps habe ich natürlich jetzt alle rausgeschmissen, die brauche ich, oder funktionieren ja auch gar nicht in der Beta. Das ist definitiv so. Ich muss jetzt ganz kurz aufpassen. Okay. Fahren wir links raus. Mhm. Gut, gut. Schaut echt gut aus, da ich war noch nie dagegen, also ich kann sie wirklich beurteilen, was da Phase ist, ob das jetzt original immer schon so war oder nicht. Auf alle Fälle ist es großes Kino, würde ich jetzt einmal behaupten. Also es schaut wirklich extrem gelungen aus. Aber wir wissen es ja, ATS war immer ein bisschen mehr bevorteilt als wie ETS, was die ganze Optik und so weiter angeht. Das ist echt gewaltiger und ein echt gewaltiger Unterschied.
Sidehill, das schaut aus wie ein Hotel, schaut sensationell gut aus, bist du Wahnsinnige. Cool. Rockies Bank rechts von uns. Ja, definitiv schaut super aus. Braucht man nicht jammern. Kannst am Standard auf alle Fälle bleiben, was die Map angeht. Apropos, was die Map angeht, der Remy ist ja nach wie vor noch Mexiko und New Mexico unterwegs. Und zwar, er fährt aktuell nach Guerrero Negro, was auf Spanisch so viel heißt wie Schwarzer Krieger, und das passt eh gut zu ihm. Guerrero Negro, so geil, wirklich. Auf alle Fälle ist es in Mexiko, 13.000 Einwohner. Schaut beim Reim vorbei. Videos sind immer wieder sensationell, unterhaltsam und wirklich geil, weil er einfach ein lässiger Typ ist. Sollte man unbedingt gesehen haben, wer es nicht sieht oder wer es nicht anschaut, hat im Leben was verpasst. Das ist definitiv so. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das verstehe ich schon. So. Unser Detroit Diesel pfeift auch, dass du sagst, das gibt's gar nicht. So geil. Bleibst du eh stehen da hinter mir? So, was haben wir da? Yellowstone. Nationalpark Yellowstone. Geil. Richtig geil schaut das aus. Genau in die Richtung fahren wir jetzt. Ist mit dem Eingang da zum Park, das kommt auch so echt bekannt vor. Wow, und schau, Ranger Bar. Lässig, also wenn das wirklich das ganze DLC so in die Richtung kommen wird, Wyoming, dann ist das echt sensationell. Da bin ich echt gespannt. Keine Ahnung, wie es euch da geht. Wahrscheinlich auch ähnlich. Du bist jetzt da rechts weggefahren, weil du das darfst in Amerika, und das ist jetzt auch neu bei uns in Österreich, wenn du Radfahrer bist und du hast an der roten Ampel zum Rechts abbiegen eine Tafel, dann darfst du auch da rechts abbiegen. Ich behaupte jetzt einmal, das fällt nur unsere depperten Grünen ein. Die werden sich ganz schön wundern, was da alles passieren wird, aber bitte, sie glauben es sowieso nicht. Die Angeschoderten. Und die Leute werden es dann büßen. Da rede ich jetzt nicht von den Radfahrern, sondern die Leute zusammenführen werden. Weil halt da Chaos herrschen wird. Hundertprozentig. Was haben wir da? Wildlife. Schau ja. Da pfeifen die Hirschen vom Berg. Geil, schaut richtig lässig aus. Ja, was gibt's sonst Neues von den Kollegen und Herrschaften? Mike on Tour ist ein neuer Kanal, ich habe schon mal gesprochen über ihn. Und der Mike hat in einem seiner letzten Videos seine mobile Homebase vorgestellt. Und zwar ist er da unterwegs mit einem Cascadia, also nicht er selber, sondern wie gesagt, das ist nur die Homebase. Er selbst übernimmt Oversize-Aufträge, hat keine eigene Zugmaschine. Und sein Freund, sein Spezi, der Ben,
er wird den Cascadia erfahren und das hat natürlich schon einen super Zutritt, muss ich wirklich fairerweise sagen. Lieber Mike, storytechnisch wunderbar. Da schau her, rechts am Straßenrand weidet das Vieh. Was ist das, ein Bison? Wahrscheinlich wird es ein Bison sein, ich sehe es von da nicht. Sehr cool, wirklich sehr cool. Ja, und aktuell, zumindest letztes Video, war er unterwegs nach Lamar. Offensichtlich irgendein Dispatch-Fehler, nachdem er die Tour schon zweimal gefahren ist jetzt. Wie auch immer, schaut's rein bei Mike. Mike on Tour heißt der Kanal. Googelt's einmal. Ihr werdet den auf alle Fälle finden. Und die Gegend da ist wirklich sensationell, also es ist nicht zu viel versprochen worden, es schaut wirklich sensationell aus. Da müssen wir ein bisschen langsamer fahren, weil da anscheinend irgendein Wildgetier unterwegs ist und da vorne geht es links raus, alles klar. Moraine Junction. Schreibt mal die Cam mit dazu. Bitte umkehren. Nein, nein, ich habe eine Sondergenehmigung. Du darfst da schon durch. Sensationell, schaut euch das an, was da für eine Landschaft gebaut worden ist. Wahnsinn! Pacific Creek. Lässig schaut das aus. Echt lässig. Performance passt da. Zuerst habe ich natürlich mit der Fleck immer ein bisschen geschaut und hin und her und was wird man sehen. Und da war es performancemäßig zum Teil, also dort wo wir gestartet sind, echter Wahnsinn. Also das war ja fast ein bisschen eine Tiershow. Schaut euch bitte diese Gegend an. Alter! Unbeschreiblich. Yellowstone Nationalpark. Ja, wieder die Meldung, dass man da eigentlich gar nicht fahren darf. Wir dürfen fahren, wir haben die Genehmigung dafür. Snake River, zu Deutsch Schlangenfluss. Okay.
Ah, da gibt's rechts, wenn du rechts fährst. Ah, wir sollten nicht rechts fahren. Trottel. Naja, dann fahren wir halt da. Geysire ist da gestanden. Also ganz Geysire sehen. Dann müssen wir da jetzt rechts reinfahren. Ich schaue mir mal an, wenn ich leicht Zeit habe. Aber heute wird das nichts. Wir haben ja schließlich einen Auftrag zu erledigen. Da, schau. Rechts. Wir sehen ja vom Truck aus alles. Wirklich alles. Cool. Da pfeifen die Comanchen. Unter See im Hintergrund. Sensationell. Da hinten raucht es auch wieder. Da ist auch wieder irgendwo der Geiss hier. Lässig gemacht. Muss man ohne weiteres sagen, kann man ohne weiteres so erwähnen. Also da bringen schon eine gute Leistung SCS. Der liebe Michi Amon hat sich auch im letzten Video angesprochen. Man darf nicht immer nur schimpfen und jammern. Also das, was da fabriziert wird, das ist schon ein großes Kino. Und wir wissen, dass dieses Game, gerade was ETS angeht, ist inzwischen 10 Jahre und dementsprechend auf einer alten Engine aufgebaut, was es halt nicht mehr so leicht macht und diese Rucklerei und so weiter, die werden wir nicht wegbekommen, das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Im ATS ist es doch ein bisschen besser, aber ATS ist auch ein bisschen jünger, um ein paar Jahre. Ich glaube 2016 ist das auf den Markt gekommen und da hast du natürlich schon wieder einen gewissen Vorteil, weil du in dieser Zeit zwischen Beginn ETS und ATS da natürlich in dieser Zeit schon wieder viel lernen hast können als Entwickler. Ja, und so wirkt sich das sicherlich aus, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Da ist der ganze Wald hin, sauer Regen, oder was ist da passiert, Freunde? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, da kommt eine ziemliche Kehre. Wenig Verkehr ist da, fällt mir auf. Sehr wenig Verkehr. Hinter uns ist natürlich was, ist klar. Es ist da schlecht zum Überholen. Oha. Na bitte, jetzt kommt die Sonne wieder rein. Ich drehe durch.
So. Machen wir einen kurzen Break. Das ist immer wieder dasselbe Thema. Wenn die Sonne reinkommt beim Fenster und die Jalousien sind nicht hier unten, dann spinnt mein Headtracker. Ich habe mir jetzt Glas ausbremst. Die kleine Schwuchtel da. Na wart. Dem hat irgendwas nicht gepasst. Eine Drecksau. Aber die Gegend, die entschädigt einen für solche Idioten wie den Typ da vorne. Aber den erwische ich nicht mehr. Keine Chance, der ist viel zu flott unterwegs. Und ich kann es da nicht riskieren, dass da irgendwas passiert. Echt lässige Gegend, da muss man wirklich sagen. Also das haben sie schon sauber gut gemacht. Da weißt du nicht, ob nicht irgendwo hinter die Felsen irgendwo ein Apache noch vorjodelt. Geil. Richtig, richtig gut gemacht. Da ist er wieder. Ja, Arsch. Schleich dich einfach. Idiot. Er macht es echt mit Absicht. So, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Wir haben da irgendwo unseren Kunden. Den ersten zumindest. Wo bitte geht's da zum Kunden? Nur aufpassen. Wo links? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, da hätten wir gar nicht nach hinten fahren dürfen. Ah, mir wurscht, wir wissen es nicht besser. Bam, 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 bam. Ja, so schlecht haben wir das gar nicht erwischt in Wirklichkeit. Schaut euch das an. Lässig, lässig. Da müssen wir her. Bam, 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 da, da, da. So, Fenster runter. Bam, 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 bam.
So, dann lassen wir mal die Burschen abladen und los geht's. Jawohl, die ersten paar Paletten sind draußen. Da machen wir jetzt gar kein Theater und jetzt lassen wir die Tour. Da ist der zweite Kunde. So, den fahren wir jetzt noch. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Normalerweise müssen wir da wieder rauskommen. So, da sind wir jetzt in Kodi. Wie gesagt, diese Stadt ist neu dazugekommen mit der Version 1.45, wo wir uns aktuell immer noch in der Beta befinden. Eh ganz klar, schaut so geil aus. Schaut euch das an. Da haben wir rot. Haben wir das Buffalo Bill Center off the west left lane. Jetzt haben wir da linke Hand. Schaut euch das an. Buffalo Bill Center. Lässig. Echt lässig. Achso, Fenster könnte man eigentlich wieder hochgeben. Du hast nur lauter Muckenzeigerinnen dann. Kannst du auch nicht brauchen. Wieder rot. Meine Güte. Komm, schalte um. Also die rote Phase ist nicht zum Aushalten, wirklich. Darf nicht wahr sein. Night Transportation. Wahnsinn. Night Industries. Wie wird das heißen?
Wahnsinn, wir haben grün. So, Cody, fahren wir jetzt raus. Und wieder rot. Sehr schön. Also kurz mal schauen. Ja, es passt. Diesel ist in Ordnung. Haben wir kein Thema. Sonst hätte man rein theoretisch da die Tankstelle rechts von uns noch anfahren können, aber das passt. Wir sind halb voll, das ist gut. KFC, Kentucky schreit ficken, lässig. So, da haben wir jetzt die 14 angeschrieben. Wie gesagt, das ist diese das ist dieser Original Highway von 1926. Aber das Wasser schaut irgendwie ein bisschen milchig aus, oder? Keine Ahnung. Da werden die ganzen Jungfrauen reinbisseln oder so. Aus der Gegend. So, Neid, was ist denn mit dir? Jetzt linke Spur und nicht wissen, was wir dann, oder? Darf doch nicht wahr sein. Boah, halt. Mir geht das Lied nicht aus dem Kopf. Ihr kennt sie sicher. Ich hab einen Puff. Und meine Puffmama heißt Leila. Sau geil, gefällt mir voll. Nur dazu, ich habe eine Mitarbeiterin, die Leila heißt. Ist gerade auf Urlaub. Echt witzig. Aber die kann ich damit nicht konfrontieren, mit dem Lied. Die ist sicher zu Tode beleidigt, wenn ich da was sage. Das geht nicht. Aber ihr könnt es einmal summen, wenn ich bei ihr vorbeigehe. Richtig cool. Richtig cool. So, da vorne geht's links raus. Auf die Strecken da, auf die freue ich mich schon richtig. Weil wirklich schön, ihr werdet es gleich sehen. Was ich da jetzt meine. Turn left. Bighorn River. Da haben wir jetzt die 14er, seht ihr? Genau. So, wir fahren gerade weiter, logisch. Anders geht's eh nicht. Diese Landschaft sensationell. Schaut euch sowas an.
So, der vor uns, der blockiert uns jetzt ganz schön. Sagt er was, hey? Kennt er sich nicht aus oder was ist denn los mit ihm? Junction. So, wie lange rennt denn das Video jetzt schon? 38 Minuten, Freunde. Wir machen da jetzt Pause und fahren dann genau an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter, aber zuerst brauchen wir irgendwo einen geeigneten Platz. Was haben wir da? Da kann ich nicht rein. Gesperrte Straße. Scenic Area, okay. Naja, vielleicht erleben wir da irgendeine Möglichkeit zum Parken. Die Gegend war auf alle Fälle super. Was haben wir da rechts? Ein Aussichtspunkt. Oha. Der Pass hat jetzt natürlich wunderbar zum Schluss noch. Zum Schluss fürs heutige Video. Und den nehmen wir da jetzt mit. Keine Frage. So, da. Wir sind da im Bighorn National Forest. Wunderbar. Ein Ausblick. Traumhaft. Haben es wirklich gut gemacht, SCS. Hut ab. Echt lässig. Stehen die Rennen. Ist ein bisschen verseicht groß. Wunderbar. Gut, Freunde. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank fürs mit dabei sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt die Tour genauso genießen können wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es dann wieder heißt im ATS, wir fahren von dieser Stelle weiter. Bis dahin alles Gute, macht's es gut, tschüss, euer Hermi.